Hallo liebe Sportfanaten, willkommen zu einem neuen Vereinscheck. Und heute gibt es bei uns American Sports, Baseball, der Nationalsport aus Amerika. Und wir wollen uns heute mal einen Berliner Verein anschauen und sind dafür ins Märkische Viertel gereist, zu den Flamingos Berlin. Die Berlin Flamingos gibt es seit mittlerweile 25 Jahren. Und hier wurde und wird Baseball durchaus erfolgreich betrieben. Eine Zeit lang spielte der Verein in der zweiten Bundesliga. Momentan geht die erste Männermannschaft in der Regionalliga an den Start. Das ist die dritthöchste Spielklasse in Baseball. Doch Trainer Alexander Matuszewski erklärt mir, dass die Ambitionen im Verein durchaus höher sind. Mit guten Trainern wollen wir so ein Angebot schaffen, dass die Leute halt qualifiziert trainiert werden und dass wir dann irgendwann mit unserer Jugend bzw. mit den Spielern, die bei uns trainieren, irgendwann den Sprung vielleicht in die erste Bundesliga schaffen. Der Weg ist noch weit, wir wollen jetzt mal in die zweite, aber wir sind guter Dinge, weil wir bereiten alles vor, dass die Leute, die zu uns kommen, auch gute Trainingsmöglichkeiten vorfinden. Apropos Trainingsbedingungen. Die Flamingos haben einen eigenen Platz. Das bedeutet viel Training für alle Vereinsmitglieder. Los geht es schon bei den Fünfjährigen. Auch wenn bei den ganz Kleinen nicht immer alles ganz so rund läuft, die Flamingos planen langfristig und bilden sich ihren Nachwuchs selber aus. Ich habe eigentlich fast noch gar kein Kind erlebt, was denn nicht dabei bleibt, weil es halt so viel Spaß macht, also auch bei Erwachsenen, aber bei Kindern erst recht, diese Sportart zu betreiben. Also es gibt wenige Leute, die dann, sage ich mal, nach einem halben Jahr wieder aufhören. Sondern wenn du einmal anfängst, bleibst du eigentlich dabei. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass wir so viel wie möglich Kinder auch auf den Platz bekommen, weil die wenigsten gehen wieder. Einsteigen kann man bei den Flamingos aber in allen Altersklassen. Auch Schüler oder Erwachsene sind herzlich willkommen. Schlagen, werfen, rennen oder fangen, all das gehört zum Baseball. Das Spiel ist unheimlich komplex, aber dadurch auch abwechslungsreich für die Sportler. Enobel Marquez Ramirez spielt schon seit vielen Jahren in der ersten Bundesliga. Außerdem ist er Sportdirektor der Flamingos. Enobel erklärt mir, dass die Anforderungen an die Sportler extrem hoch sind. Du musst Schnelligkeit haben, du musst gute Augen haben, ja? Du musst richtig kräftig sein, die Schultern müssen richtig kräftig sein. Baseball verlangt den Spielern einiges ab. Die Sportler sollten all die verschiedenen Facetten des Spiels beherrschen. Aber dafür sind auch die Trainingseffekte bei jedem Einzelnen richtig groß. Vom Kopf bis zum Fuß. Also man muss rennen, man muss Gewicht machen, man muss alles machen. Alle machen. Also im Baseball denke ich mal, das ist die eine von den Sportlern, die den ganzen Körper richtig durchtrainiert muss. Neben den körperlichen Voraussetzungen ist außerdem die richtige Technik ein wichtiger Faktor. Ja, Zielwasser habe ich auf jeden Fall getrunken, Windfrequenz stimmt auch, einen guten Coach habe ich auch mit Enobel. Es kann eigentlich nicht schief gehen. Enobel, Schläger habe ich. Wie muss ich den halten, um den Ball richtig zu treffen? Genau, okay. Beim Schlagen. Ja. Als Rechtshänder muss man die rechte Hand oben haben, ja. Ja, und die linke Hand unten. Unten. Ja. So. Schläger hier, ja. Nicht ganz nah dran. Schon die richtige Schlägerhaltung ist eine Wissenschaft für sich. Dazu kommt noch der richtige Stand und die korrekte Haltung. Baseball ist auf jeden Fall viel komplizierter, als es aussieht. Technik und die Koordination von Hand und Auge spielen eine große Rolle. Ganz schön viel für mich auf einmal. Dementsprechend geht mein erster Versuch ganz schön in die Hose. Boah, das ist ja ein Attentat hier. Nee, den habe ich eindeutig nicht getroffen. Aber gut. Glücklicherweise hat Enobel dann doch ein Einsehen mit mir und verkürzt die Distanz ein wenig. Ah, den haben wir fast getroffen. Ah, den zweiten. Ah, nee, wieder nicht. Drehen. Ah, naja, sah nicht so professionell aus wie bei dir, aber wenigstens zwei getroffen, würde ich sagen. Enobel, welche Zensur kriege ich? Keine 6, keine 5. Die sagen wir so, du kriegst eine 4. Eine 4, gut. Ja. Na gut, ist leicht versetzungsgefährdet, aber immerhin die
Anfang der Klasse überschritten. Okay. Ja. Den Schläger kriegst du wieder. Dankeschön. Okay, danke. Und viel Spaß noch und Erfolg weiterhin. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, was ich auf jeden Fall heute hier mitnehme bei den Flamingos, ist, dass dieser Sport sehr intensiv ist, was die Kondition betrifft. Hier wird man auf jeden Fall gefordert und die Bauchmuskeln, die kommen auch auf ihre Kosten beim Schlagen, nämlich, so wie ich das heute mir hier anschauen konnte. Und falls ihr eintreten möchtet in den Verein, 5 bis 10 Euro beträgt der Monatsbeitrag und das Tolle ist, man kriegt hier ein 4-wöchiges Probetraining gratis. Ja, und das war's heute vom Baseball und falls ihr euch über weiteren Berliner Sport informieren möchtet, tut das einfach, abonniert unseren YouTube-Kanal, hier einfach raufklicken und ihr seid bestens informiert, was den Berliner Sport betrifft. Das war's heute vom Vereinscheck. Bis zum nächsten Mal. Ciao.